Welcome back, Ladies and Gents. Ich bin Daniel Korte und in dem heutigen Video spreche ich darüber, wie du herausfinden kannst, welcher Bart zu welchem Gesicht passt. Jeder Mann hat wohl irgendwann mal im Leben das Bedürfnis, sich einen Bart wachsen zu lassen. Und wenn man das Ganze macht, also sich einen Bart lang wachsen lässt, dann stellt man sich irgendwann die Frage, welcher Bart passt eigentlich zu meiner Gesichtsform? Ja, das ist ähnlich wie mit deiner Kopffrisur. Die Frage stellst du dir auch irgendwann, wenn du mal deine Frisur ändern möchtest. Und beim Bart ist es halt genauso und dann überlegst du dir halt, welcher Bart passt zu mir? Ist es ein Drei-Tage-Bart? Ist es ein Oberlippenbart? Ist es ein Henri Quatre oder doch eher ein Vollbart? Und in diesem Video möchte ich euch einfach nur eine Empfehlung geben, welcher Bart zu welcher Gesichtsform am besten passt. Und das ist kein Muss oder so, ganz im Gegenteil. Ich sage immer, leben und leben lassen. Am Ende des Tages entscheidest du natürlich selber, welchen Bart du tragen möchtest oder welchen Bart du nicht tragen möchtest. Als erstes solltest du wissen, welche Gesichtsform du hast. Ja, jedes Gesicht ist anders und deshalb solltest du als allererstes mal deine Gesichtsform bestimmen. Falls du nicht weißt, welche Gesichtsform du hast, dann check mal bitte dieses Video hier oben ab. Dort habe ich erklärt, wie man seine Gesichtsform bestimmen kann. Geht ganz einfach, ist nicht schwierig. Einfach dieses Video anschauen, easy gemacht. Also, wenn du dann bestimmt hast, welche Gesichtsform du hast, also hast du zum Beispiel ein ovales Gesicht, ein rundes Gesicht, ein quadratisches Gesicht oder ein dreieckiges Gesicht, wenn du das gemacht hast, dann kann es losgehen. Ziel des Ganzen sollte übrigens immer sein, dass man ein ovales Gesamtbild erzeugt mit Kopf und Bart. Das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Kommen wir als allererstes mal zu einem runden Gesicht. Wenn du da draußen ein rundes Gesicht hast, dann würde ich dir auf jeden Fall nicht empfehlen, deine Wangen wachsen zu lassen, ja, als Bart. Also ein Backenbart würde ich dir an dieser Stelle nicht empfehlen, denn man möchte, wenn man ein rundes Gesicht hat, das Gesicht ja in die Länge ziehen. Ja? Man möchte das Gesicht nicht noch runder machen, deshalb ein Backenbart fällt auf jeden Fall schon mal raus. Und um halt das Gesicht halt ein bisschen länger wirken zu lassen, kannst du zum Beispiel Folgendes machen. Du kannst den Drei-Tage-Bart wachsen lassen und sehr harte Kanten in deine Konturen reinmachen. Dann wirkt das Gesicht einfach ein bisschen kantiger und da hast du schon mal ein bisschen mehr Dimension, ja, in deinem Gesicht. Generell würde ich dir empfehlen, halt den Bart in die Länge zu ziehen, heißt dein Gesicht, ja, wenn es nämlich sehr rund ist, irgendwie in die Länge zu ziehen. Und das kannst du halt sehr gut machen, wenn du deinen Bart zum Beispiel nach unten hin lang wachsen lässt. Bärte, die gut zu einem runden Gesicht passen, wären dann zum Beispiel ein Drei-Tage-Bart, wie gesagt, mit harten Kanten oder zum Beispiel ein Van Dyck-Bart, ein Henri Quatre oder auch ein Vollbart, der nach unten geht, ja, und nicht in die Breite oder auch zum Beispiel ein Ziegenbart mit einem Drei-Tage-Bart in Kombination geht zum Beispiel auch. Auf jeden Fall irgendwas, was dein Gesicht nicht mehr so rund erscheinen lässt und ein bisschen in die Tiefe geht, sodass du insgesamt ein besseres ovales Gesamtbild hast. Kommen wir zum quadratischen Gesicht. Beim quadratischen Gesicht ist es halt so, dass man natürlich auch wieder diese ovale Form irgendwie erreichen möchte und die harten Kanten halt irgendwie ein bisschen entfernen möchte. Und wenn du zum Beispiel ein Drei-Tage-Bart hast, dann würde ich dir jetzt nicht empfehlen, harte Kanten zu machen, wie beim runden Gesicht, sondern an dieser Stelle würde ich dir weichere Kanten halt empfehlen, so abgerundete Kanten. Das macht das Gesicht halt nicht mehr ganz so kantig. Und empfohlene Bärte beim quadratischen Gesicht sind zum Beispiel ein Drei-Tage-Bart, wie gesagt, mit abgerundeten Ecken oder auch ein Ziegenbart. Ja, ein Ziegenbart in Kombination auch mit einem Drei-Tage-Bart würde zum Beispiel auch gut funktionieren. Oder ein 10-Tage-Bart, ja, oder ein 15-Tage-Bart, den ich jetzt hier zum Beispiel trage, funktioniert auch. Oder auch ein Mustache, ja, ein ganz normaler Schnurrbart. Schnurrbart geht auch, ja, macht die Gesichtsform ein bisschen anders, bringt ein bisschen mehr Dimension rein. Das sind auf jeden Fall Bärte, die ich dir an dieser Stelle für ein quadratisches Gesicht ans Herz legen kann. Kommen wir zum ovalen Gesicht. Das ovale Gesicht ist sozusagen der Jackpot, ja, der Freifallsschein. Weil wenn du ein ovales Gesicht hast, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Denn das Ziel ist ja, ein ovales Gesamtbild zu erzeugen mit Gesicht und Bart. Und wenn du schon ein ovales Gesicht hast, ja, dann hast du das Ziel schon erreicht. Also glücklich die Leute, die schon ein ovales Gesicht haben. Dementsprechend kannst du dich komplett austoben, was Bärte angeht. Und generell möchte ich dir an dieser Stelle noch einen kleinen Tipp geben, und zwar folgender. Das ist jetzt auch Gesichtsform unabhängig, ja? Egal ob du ein ovales Gesicht hast, ein quadratisches Gesicht hast, ist ganz egal. Wenn du einen relativ kleinen Kopf hast, ja, dann würde ich dir nicht empfehlen, einen riesigen Bart wachsen zu lassen, weil dann wirkt der Kopf halt noch kleiner. Und andersrum genauso, wenn du einen riesigen Kopf hast, dann würde ich dir halt keinen kleinen Bart empfehlen, weil dann wirkt der Kopf noch riesiger. Dementsprechend achte darauf, dass es von den Proportionen auf jeden Fall passt, auch bei einem ovalen Gesicht, auch wenn du den Jackpot gezogen hast mit einem ovalen Gesicht, trotzdem darauf auf jeden Fall achten. Kommen wir zur dreieckigen Gesichtsform. Ja? Das dreieckige Gesicht sieht ja ungefähr mal so aus. Ja? Dementsprechend möchte man die Wangen natürlich ein bisschen füllen. Wenn du ein dreieckiges Gesicht hast, ja, dann sollten die Backen, also die Wangen, ein wenig gefüllt werden. Das kannst du zum Beispiel machen mit einem Backenbart. Ja?
meiner Meinung nach nicht der geilste Style, aber gut, wem es gefällt. Und so kriegst du halt ein bisschen mehr Proportionen in dein Gesicht rein. Du kannst aber auch einen ganz normalen Ziegenbart wählen oder halt einen Mustache, einen Schnurrbart auch in Kombination mit einem Drei-Tage-Bart oder auch einen Ziegenbart in Kombination mit einem Drei-Tage-Bart. All das lässt dein Gesicht einfach ein bisschen fülliger aussehen. Ja? Und gerade deine Wangen, du kannst zum Beispiel an dieser Stelle auch einen Drei-Tage-Bart oder einen Zehn-Tage-Bart oder aber auch einen Vollbart verwenden. Ja? Also auf jeden Fall alles, was deine Wangen ein wenig weiter macht an den Seiten, sodass du insgesamt dieses ovale Gesamtbild besser erzeugen kannst. So Leute, und das waren tatsächlich alles nur Empfehlungen, keine Must, das müsst ihr nicht machen, sondern einfach nur Empfehlungen, damit ihr einfacher herausfinden könnt, welche Bartstyle bzw. welche Bartfrisur bestenfalls zu deinem Gesicht passt. Ja, du kannst jetzt zum Beispiel auch ein dreieckiges Gesicht haben, ja, und dir ein Ziegenbart wachsen lassen, dass dein Gesicht noch dreieckiger erscheint. Würde ich dir zwar nicht empfehlen, kannst du natürlich machen. Leben und leben lassen, Leute. Hauptsache, euer Bart sieht top gepflegt aus. Kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Fabio Fietz. Fabio, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Und wenn du da draußen auch mal gegrüßt werden möchtest in meinen Videos, dann schick mir einfach eine WhatsApp-Nachricht auf mein Community-Phone mit deinem Vor- und Nachnamen. Leute, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Daumen. Und wenn ihr jemanden kennt, der zum Beispiel unsicher ist, ja, in der Auswahl seiner Bartfrisur und dieses Video vielleicht gerne sehen möchte, dann teilt das Video gerne mit ihm. Wenn ihr weitere Videos zum Thema Bartstyles sehen möchtet, dann schaut einfach hier oben vorbei. Meinen neuesten Upload findet ihr hier oben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Peace out.